Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bioshock 2. Ich habe mir das so gedacht, weil mir das Spiel anfangs so Spaß gemacht hat, dass ich gleich noch mal eine weitere Folge raushaue. Und da wir auch in der letzten Folge nicht wirklich viel was geschafft haben und noch nicht so viel zeigen konnten, habe ich mir einfach gedacht, setze dich einfach nochmal vom Rechner und zockst einfach nochmal eine weitere Folge von Bioshock. Werbung für Calcium-Milch-Ersatz. Okay, was ist das hier? Adonis Luxus Resort. Da waren wir schon mal. Was macht er hier hinten? Er repariert das Fenster, wie das ausschaut. Tja, und hier werden wir wohl versuchen zu Pool und Spa zu Tennenbaum zu kommen. Das ist wohl die Männertoilette. Wie immer ist eine Männertoilette verschüttet und da haben wir noch eine Eve-Spritze. Zack. So, nichts verkommen lassen, mit F aufheben und dann gehen wir mal einfach in die Damentoilette. Die ist immer frei. Im Real Life machen wir das genauso. Wenn die Männertoilette mal zu ist, einfach auf die Damentoilette gehen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Bohrertreibstoff gesammelt und damit ist unser Bohrertreibstoff auch fast voll. So, dann gucken wir uns nochmal ein bisschen die Spins an. Kann ich das öffnen? Den kann ich nicht öffnen. Da kann ich einen Spind untersuchen. Haben wir wieder frisches Wasser und dreimal Dollar drinne. Der Spind, den haben wir auch schon. In Rapture sind viele unzählige Dinge in Behältern wie Tisch. Achso, das hatten wir schon mal. Warum zeigt uns das eigentlich nochmal an? Oh. Geld wird hauptsächlich gebraucht, um an Verkaufsautomaten Waren zu erstehlen. Es kann aber auch dafür verwendet werden, um sofortigen Erfolg beim Hacken zu gewährleisten und Gesundheit an Medienstationen wiederherzustellen. So, ich gucke erstmal, was hier mit dem Pfeil passiert. Gar nichts, da passiert nichts. Da passiert auch nichts. Haben wir noch was, wo wir was hier nicht gelesen haben hier? Nee. Doch, hier ist noch Grundlagen. Waffen abfeuern, drücke linke Maustaste, um mit deiner aktuellen Waffe zu schießen. Du kannst gleichzeitig Waffen und Plasmid einsetzen. Dadurch wird deine Waffe automatisch nachgeladen, wenn sie leer ist und du hast mehr Munition des aktuellen Typs. Okay. So, Verwendung von Plasmiden. Drücke rechte Maustaste, um deine derzeitiges Plasmid einzusetzen. Du kannst Plasmid und Waffen gleichzeitig nutzen. Später im Spiel sind auch verbesserte Plasmide verfügbar. Viele davon lassen sich durch anhaltendes Drücken von rechter Maustaste aufladen. So, weiter. Schnelles Melee-Attacke. Drücke Umschalt, um einen schnellen Nahkampfangriff auszuführen. Als Fernkampfwaffe unterstützt eine schnelle Waffenstoß. Dieser bewirkt nur mit minimalen Schaden, ist aber hilfreich, wenn du nur wenig Munition hast oder in die Ecke gedrängt wurdest. Drücke Umschalt, um den Bohrer zu schwingen, anstatt ihn anzulassen. Damit bewirkst du deutlich mehr Schaden als durch einen Waffenstoß. Daher sollte dies dein bevorzugter Nahkampfangriff im Notfall sein. Okay. Waffenwechsel. Tipp. Also tippe das mittlere Mausrad, so wie das ausschaut, um
an, um deine derzeitige Waffe zu wechseln. Plasmid wechseln. Tippe Q an, um deine derzeitige Plasmide zu ändern. Okay. Oh, haben wir noch so viel. Gesundheit und Schaden. Ein Verbandskasten füllt deinen roten Gesundheitsbalken bei Verwendung augenblicklich wieder auf. Die Anzahl Verbandskästen, die du noch zur Verfügung hast, wird neben dem roten Balken am oberen Bildschirmrand angezeigt. Du kannst maximal 5 Kästen mit dir herumtragen. Drücke jederzeit die Steuerung, um deinen Verbandskasten zu benutzen. Okay. In der Stadt Rapture gibt es viele Möglichkeiten, zu Schaden zu kommen. Splicer-Angriffe, Stürze aus großer Höhe und Gefahren durch die Elemente wie beispielsweise Feuer führen alle zu einer verringerten Gesundheit. Deine Gesundheit wird durch den roten Balken in der linken unteren Bildschirmecke angezeigt. Ist das ein Schreibfehler oder? Weil eigentlich ist unser Gesundheitsbalken noch in der linken oberen Ecke. Naja. Angezeigt, wenn du Schaden nimmst, wird der rote Bildbereich immer kleiner. Ist dieser leer, dann stirbst du. Einleuchtend, oder? Dies kannst du mit Hilfe der Verbandskästen verhindern, die du überall in der Stadt finden oder bei einem Verkaufsautomaten erwerben kannst. Die Zahl neben deiner Gesundheitsanzeige steht für die Anzahl der Verbandskästen, die du bei dir hast. Anfangs kannst du 5 besitzen. Drücke Steuerung, um deinen Verbandskasten zu benutzen. Sobald du Zugang zu den Plasmid- und Waffen-Radialmenüs hast, kannst du deine Verbandskästen auch über sie einsetzen. Deine Gesundheit lässt sich auch an einer Medistation wiederherstellen. Allerdings kostet dich das Geld. Tja, dann heißt es wohl sammeln, sammeln, sammeln. Und dann haben wir auch nichts mehr zum Lesen hier. Doch. Die Macht von Adam oder Adam. Was ist Adam? Das wundersame genetische Elixier Raptures. Adam besitzt die Fähigkeit, den genetischen Code eines Menschen von Grund auf umzuschreiben. Wird es mit einem Plasmid gesprägt, kann Adam alles bewirken, von der Veränderung des Aussehens einer Person bis hin zur Verleihung unglaublicher Kräfte, wie das Schießen von Feuer aus den Fingerspitzen oder die Unsichtbarkeit des eigenen Körpers. Einige Jahre nach der Gründung von Raptures entdeckte Dr. Tennebaum oder Tennenbaum das Potenzial von Adam. Die Substanz wird von einer bis dato unbekannten Meeresschneckenart ausgeschieden, dann in eine verwendbare Form umgewandelt und in den menschlichen Körper injiziert. Jeder in Rapture begann Adam zu nehmen, um sich zu verbessern, wodurch es zu wertvollsten Handelsware der Stadt wurde. Wenn jemand, der auf Adam gespliced ist, seine Versorgung nicht aufrecht erhalten kann, fallen Körper und Geist auseinander. Das Verlangen nach Adam wird immer größer und schließlich verwandelt sich die Person in eine sogenannte Splicer, der an nichts anderes als an den nächsten Schuss denken kann. Ja, ich wollte jetzt eben gerade irgendeinen Spruch mit Hamburg Hauptbahnhof machen, aber ich glaube, ich verkneife mir dieses Mal. So, Plasmide, das hat auch zu viel zu lesen. Oh, das ist auch zu viel zu lesen. Ich glaube, das könnt ihr euch mal alleine durchlesen, weil wir wollen ja auch schließlich hier weiterkommen. Wenn ihr wissen wollt, was da so steht, dann halt Pause drücken und selber durchlesen. So, und dann nochmal Eve machen. So, ich scroll mal. Okay. Pause drücken und weiter.
Oh Mann, haben wir wirklich so viel zu lesen hier? Mal Pause drücken. Okay, weiter geht's. Okay, ich denke mal, das machen wir alles so im Nachhinein in den Folgen, dass ihr euch das noch durchlesen könnt. Und dann spielen wir erstmal weiter. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst, dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei, als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Okay. Jo, dann wollen wir mal weiter. Hier ist nichts. Hier noch ein bisschen Kohle. Münzeinwurf. 5 Dollar einwerfen. Cool. 5 Dollar wieder zurückgekriegt. 4 Dollar. Ein Plus von 4 Dollar gemacht und Aspirin. Eve durch Aspirin gewonnen. Cool. So, und dann gehen wir mal erstmal auf Toilette und ah, schön. Das tut gut. So, dann noch schnell Hände waschen. So, und weiter geht's. Manchmal. Ah! Scheiße. Die mich jetzt aber verjagt, ey. Okay, die war aber sehr langsam drauf. Gucken, ob die. Nee, Quatsch. Nein! Oh, ich wollte mich gerade ducken, hab Steuerung gedrückt, weil ich das so in den anderen. Den manchen Shooter-Spielen so kenne. Ach, mit C können wir also uns ducken. Wie sieht die denn aus? Ja, da frage ich mich echt gerade, was ist das? So sehen also die weiblichen Splicers aus. Mit irgendwelchen Geschwulten an den Beinen. So, okay. Dann wollen wir mal weiterhin zu Tannenbaum. Ich habe seit Wochen kein Adam mehr gehabt. Ich kann. Hier spricht Dr. Sophia Lam. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. C, um aufzustehen. Ach so, dann wurde uns gerade erklärt, wie man sich ducken kann. Das habe ich jetzt wohl irgendwie übersehen. Ich bin wieder ein Ratcher. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit, meine Sünden fort. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. Okay, warum ist von dieser Tannenbaum, die wir ja jetzt gerade wohl oder retten müssen, eine Tagebuchnachricht von ihr hier auch in Rapture.
Ich denke mal, das werden wir später noch rausfinden. Aber erstmal laufen wir weiter. Gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Aber so wie das ausschaut, ist dieser Raum wohl leer. Hebt die Nietenpistole auf, die unter der Tür eingeklemmt ist, um am Brückenkopf. Was für eine Nietenpistole. Und was für ein Brückenkopf. Unter welcher Tür denn? Hier oder was? Nee. Hä? Welche Waffe denn? Da ist ein Rohr. Da ist ein Rohr. Die haben wir schon untersucht. Was für eine Pistole. Achso, hier. Cool, jetzt haben wir eine Waffe. Oh, oh. Okay. So nicht. Rossi. Bei Leichen, ach, das ist wieder dieses Leichendingens. Und gucken, was er hat. 8 Nieten und 15 Dollar. Mann, der war ja reich hier. So, was ist da? Werbung für Tonicum. Slim Down. Grenzenloses Potenzial mit Plasmiden. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Werbung für Rejuvena Tonicum und Gesundheit und Zufriedenheit durch Genetik. Yeah. So, gucken. Was haben wir denn noch hier so schön zu liegen? Gucken. Hier wieder Bandagen und 8 Nieten. 3 Nieten. Hier haben wir wieder ein bisschen Eve. Und was steht hier dran? Wellnessstation, gratis, Verbandskassen. Wo? Und wo ist er jetzt? Lobby. Curie. All medizinische Dienstleistungen. Das Plasmid Quick Werbung. Denti Dental hat für alles ein Heilmittel. Da haben die ja überall ein Heilmittel. Was ist das? Vorräte. Die sind leider leer. Keine Kraft mehr. Eve lädt deine Akkus wieder auf. Okay. Werde ich morgen mal gleich im Saturn nachfragen. Werbung für Dr. Steinmanns Praxis für plastische Chirurgie. So, ach, hier haben wir den Verbandskasten. So, jetzt haben wir mal wieder ein. Vitalsat. So, gucken wir mal, was er hier noch Schönes hat. 2 Nieten. Und hier vorne sind auch nochmal Nieten. 6 und nochmal 6 und nachladen. Gut, müssen wir da hoch? Ne, ich glaube noch nicht, oder? Gucken wir uns erstmal hier um, was es hier noch so Schönes gibt. Tauchkugel an Dockstation. Geh in Richtung der Haupthalle und dann durch die Demeter Banketthalle, um einen Weg aus dem Audonis Luxusresort zu finden. Triff Tennenbaum im Atlantic Express Zugdepot. Okay, das ist dann unser nächster Tipp, den wir gerade bekommen haben. Hop up, Cola. Wir nennen es Rapture. Ich hab's mir knapper Not lebend hier runtergeschafft.
Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab's Lichter und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasele dummes Zeug, aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lamb finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Okay, sehr viele Personen, wo wir momentan diese Tagebücher-Einträge finden. Aber hoffen wir mal, dass das noch alles aufgeklärt wird hier. Der ist schon tot. Sind noch 4 Dollar dabei. Wegbleiben. Ja, was hatte er das kurz vor dem Tod dort noch hingeschrieben? Oder wie? Was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Hier ist wieder eine Nadelpistole, Nietenpistole. So, was haben wir denn noch Schönes? Nur noch einmal frisches Wasser. Eine Leiche. Kuchen mit Cremefüllung. Yum, 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 yum. Oh, Mama, wo ist meine Mama? Bald bist du bei ihr. Bald. Okay. Da ist nichts drinne. Da ist nichts mehr drinne. Da. Ein bisschen mehr Hygiene würde hier nicht schaden. Oh, ist unser Bohrer voll? So, wollen wir mal gucken, ob wir den irgendwie nicht... Da geht nichts. Verrückt. Was war das? Nicht verstanden! Okay, der hat auch noch mal ein Nick dabei. Na nu. So, okay, dann muss mal ein bisschen dieses Bohrertreibstoff wiederholen. Ein. Oh. Verdammt. Da haben wir wohl ein bisschen zu viel. So. Mit diesen Sachen hat das auch noch irgendwas auf sich. Da sollen wohl irgendwelche... Ja. Schwestern drin sein. Oder da muss man irgendwie welche hinbringen. Und dann kann man wohl... damit reisen, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Vielleicht kommt sowas ja auch im ersten Teil von Bioshock vor, aber wie gesagt, da werde ich mich nochmal informieren. So, welches Platz ist das? Wieder dieser Lead Heat. Okay, dann laufen wir mal weiter. Hier ist wieder unsere Nagelpistole. So, ist da was zu sehen? Genau, da ist das ja, wie diese komischen Sachen. Dono disturb the little sister. Dr. Lamb. Gut. So, dann wollen wir weiter. Gucken, was uns jetzt hinter dieser Tür hier erwartet. Liegt hier noch irgendwo was? Oi. Eleanor. Großes Foyer. Komm, Eleanor.
Big Sister will nicht, dass du mit mir spielst. Big Sister? Ach, Scheiße. Boah, was ist das, ey? Hier spricht Dr. Sophia Lam. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran. Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Okay. Kann ich gleich hier untersuchen? Nee. Also, so wie das aussieht, kann man diesen Kampf wohl nicht gewinnen. Aber wir haben auch ganz knapp überlebt eben. Hier haben wir nochmal Nieten. Hier ist ein Kinderwagen. Koffer. Leere Koffer. Leerer Koffer. 6 Dollar. Bohrerkopf, Treibstoff. Okay. Geht das? Geht das? Nee, geht nicht. Okay. Geht das denn hier wieder? Ja, das geht. Was haben wir noch Schönes? Gar nichts mehr. Lüftungsschacht. Mit Hilfe von Lüftungsschächten bewegen sich die Little Sisters auch ohne ihr Big Daddies. Sicher durch Rapture. Bringe eine adoptierte Little Sister zu einem Lüftungsschacht und du stehst vor der Wahl, ob du sie retten und somit von ihrem durch Adam hervorgerufenen Wahnsinn befreien willst, oder ob du sie ausbeutest und ihr kostbares Adam an sich nimmst. Little Sisters überleben die Ausbeutung nicht. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das wird sich für dich lohnen. Eine Little Sister, die zweimal gesammelt hat, kann dich zum nächsten Lüftungsschacht führen. Halte er, um sie darum zu bitten. Okay. Adam Leiche. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, am besten ihr lest euch dann wieder durch und drückt Pause. Okay. Okay, ja. Dann hier Little Sister. Einmal Pause drücken. So. Und Big Daddy. Okay. Gut, weiter geht's. So, haben wir hier noch irgendwas? Winterblast. Was ist das denn hier drin? Kartoffelchips und Hoppla-Cola. Hop-Up-Cola. Frisches Wasser. Gut, das Gepäck ist leer. Ist auch noch ein Koffer. Den haben wir auch schon ausgenommen. Eine Aktentasche. Da ist auch noch ein Best Gin drin. Das hat uns wieder ein bisschen Energie gegeben. Hier um. Evolution in einer Flasche. Gut, hier haben wir noch ein bisschen Dosen.
Früchte und Dosen, Bohnen. Du wurdest verwundet. Finde einen Verbandskasten. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nein. Doch, hier ist noch wieder Old Tom Whisky. Trinken wir mal. Hat nichts gebracht. Okay. Haben wir hier noch ein... Hier ist noch eine Spritze. Bandagen. Peter Chamber. Was ist das? Sollte es passieren, dass dich einer der feindlichsten feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita Chambers funktionieren automatisch, sie müssen nicht aktiviert werden. Wenn du wiederbelebt wirst, solange du eine Little Sister bei dir hast, wird sie bei der Vita Chamber auf dich warten. Vergiss nicht, sie aufzuheben, bevor du wieder losziehst. Okay. So. Was haben wir hier noch? Wieder Zigaretten. Und wieder ein Verbandskasten. Cool. Haben wir wieder ein Verbandskasten. Und hier nur noch. Mülleimer. Sardinen und Aspirin. Gesundheit durch Sardinen gewonnen. Cool. So, dann nehmen wir hier noch das Turmbandgerät mit. Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen, frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht im neuen Jahr. Vielleicht im neuen Jahr. Und mit diesem Prolog werde ich diese Aufnahme jetzt erstmal beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns wieder im nächsten Teil von Bioshock 2. Und bis dahin, grabt euch wohl und bis denn.